hatten ja im letzten Video dieses User Control. Und jetzt ist die Frage gekommen, wie kann ich das mehrfach verwenden in meinem Main Window? Wie kann ich die Werte dann entsprechend mit dem View Model im Main Window verwenden? So, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ich habe hier der Main Window View Model. So, wir haben hier zwei Textwerte. Wir haben hier unser User Control. Wir wollen das User Control nicht nur einmal haben, sondern vielleicht zweimal haben. Titel eingeben und Titel 2 eingeben. Dann sollten die zwei untereinander sein. Und wir wollen diese Textwerte binden. Und damit wir auch sehen, dass das funktioniert, machen wir, was machen wir hier? Wir machen hier kurz drei Zeilen im Grid. Ja, und geben darunter nochmal einfach nur in zwei Textfeldern, den normalen Textblock, den Wert entsprechend aus. Ja, Text machen wir Binding, nämlich das Text 1. Und wir machen noch einen Textblock. Wir machen hier Text ist gleich Binding mit Text 2. So, aus dem Grid machen wir ein Stack Panel. Dann ist das alles so schön untereinander. Wir machen hier noch einen Textblock mit Text ist gleich Ergebnisse. Irgendwie so. Klammer zu. So, sollte dann so aussehen. Das User Control, Ergebnis 1, Ergebnis 2 müsste nochmal drunter sein. Das sind die zwei Textblöcke, die dann hoffentlich den gleichen Wert gebunden haben. Gut, jetzt brauchen wir noch den entsprechenden Textwert im User Control, den wir natürlich auch binden wollen. Das heißt, im User Control haben wir ja bisher dieses Caption und dieses Max Length und wir geben jetzt eine neue Eigenschaft dazu, und zwar eine Eigenschaft Text. Public String Text, das ist der Text, der dann gebunden werden soll für dieses User Control. Und damit das Binding wirklich gut funktioniert, brauchen wir jetzt etwas, das heißt Dependency Properties. Das heißt, für das User Control müssen wir sozusagen als ja, statische Eigenschaft eine Information zurückgeben, welche Properties denn wie gebunden werden und mit welchem Datentyp. Ja, das braucht die Binding Engine, das braucht auch Visual Studio vielleicht ein bisschen für IntelliSense. Also ein Public Static Read-Only Dependency Length, Max Length Property haben wir nicht, sondern wir haben ein Text Property. So, dieses Dependency Property müssen wir jetzt registrieren. Also Dependency Property.register. Ja, Visual Studio macht da schon wieder alles mit ja, Programming by Tab. Wunderbares IntelliSense und Autocomplete. So, also wir registrieren das Dependency Property Text, das ist vom Typ String. Dieses Dependency Property gehört zu diesem User Control hier. Und ja, was wir jetzt noch brauchen, ist ein paar Metadaten, die wir angeben können. Ja, Property Metadata. Und ich gebe in dem Fall, weil es eine Textbox ist, und eine Textbox gleich meistens im allgemeinen bidirektional standardmäßig gebunden wird, mache ich gleich eine New Framework Property Metadata. Diese erhält, wenn wir uns das IntelliSense ansehen, als allererstes einen Default Value. Ja? Der Default Value von String ist ein Default von String. Und jetzt bekommt es noch ein Framework Property Metadata Options und zwar standardmäßig soll er binds two-way by default. Standardmäßig soll er gleich two-way data binding machen. Also von der UI ins View Model und vice versa. So, dieses Dependency Property schaut erstmal etwas wild aus, zugegebenermaßen. Klassischerweise brauchen wir für jede Eigenschaft, die wir hier ständig binden wollen, und zwar über das View Model oder über die Binding Engine dann richtig binden wollen, so ein entsprechendes Dependency Property. Ja, dieses Caption Max Length. Da können wir Werte zuweisen, das funktioniert auch, aber richtig die ganzen Data Binding Mechanismen, die wir haben, brauchen wir so. So, also Text Property, Register, wie soll die Eigenschaft heißen, die wir binden, was ist der Datentyp, den wir hier binden, was ist das User Control, zu dem es gehört,
Und dann noch, was ist der Standardwert? Und wie soll sich das Binding verhalten? Hier können wir natürlich auch schreiben, schauen wir mal, ob er das frisst. Name of max length von dem Ding da. Und Text. So, jetzt sollten wir auch entsprechend Compiler safe sein, ja, ohne diesen Magic String, sprich den Namen dieser Eigenschaft. Gut, wie implementiere ich jetzt diese Eigenschaft? Normalerweise MVVM-mäßig, wir würden jetzt sagen, iNotify Property changed und etc. etc. Bei Dependency Properties gibt es was, ich kann sagen get String, gecastet auf einen String, ich hätte gerne das getValue, also den Wert von diesen Dependency Property. Das heißt, dass die Verwaltung der unterschiedlichen Werte von diesem UserControl, auch wenn das UserControl mehrfach verwendet wird, übernimmt dieses Dependency Property. Und die get und set, das sehen jetzt so aus, dass wir einfach getValue und setValue aufrufen. Ja, getValue und setValue von dem entsprechenden Property, das sich hier registriert hat, also von dieser statischen Eigenschaft. Gut, wie bin ich jetzt? Also, wieder zurück zu unserer Main View. Wir haben jetzt eine Eigenschaft Text. Wo ist unser falsche Main View? Das war das User Control. So, wie bin ich das jetzt? Ich habe jetzt hier eine zusätzliche Eigenschaft Text. Und diese Eigenschaft Text kann ich jetzt binden. Ich kann sagen, Text ist gleich Binding. Path ist gleich. Also, auf wem binde ich? Ich möchte binden in dem Fall auf dieses Text 1, aber direkt auf das Element zum Beispiel. Ja, direkt auf das, was in der Textbox steht. Also der Pfad ist Text und der Element Name ist der Name dieses Steuerelements Text 1. Im zweiten, nein, nicht Text 1, sondern Text. So, im zweiten möchte ich die Texteigenschaft binden, Binding, Path, ist gleich die Eigenschaft Text 2 von ViewModel. Also geben wir dem ViewModel vielleicht einen Namen. X.name ist gleich VM für ViewModel. Und zwar die Text 2 von Element VM. So, eigentlich würde man meinen, das geht eigentlich. Der ViewModel ist sowieso ohnehin der Data-Kontext von Window. Ich hatte schon so meine Probleme damit, dass hier dann versucht, diese Property aus dem User-Control zu laden, was dann tendenziell nicht geht. Was vielleicht eine schlimme Endlosschleife ist, wenn denn die zwei Eigenschaften noch gleich heißen. Gut, also wir haben hier Text 1, Text 2, wir haben die zwei Properties aus dem Main-View-Model. Wir haben hier gebunden direkt auf dieses Element, auf dieses UI-Element. Hier haben wir gebunden auf diese Eigenschaft im Main-View-Model. Und jetzt geht das hoffentlich vielleicht auch. Mal kurz gucken. So, im MainView-Model habe ich noch zwei Standardwerte reingeschrieben. Also, ich tippe hier rein und es steht hier unten. Hier war direkt UI-Binding. Ich tippe hier rein, hallo, was mal? Und es steht hier unten. Hier wird gebunden von diesem User-Control auf das View-Model, vom View-Model in die UI hier unten. Hier wird gebunden vom User Control direkt auf dieses Text, auf die Texteigenschaft von diesem Element. Also, so können wir User Controls mehrfach verwenden. So können wir User Controls auch entsprechend mit Data Binding Funktionalitäten ausstatten. Noch eine Kleinigkeit: im User Control hier gibt es this Data Context ist gleich das. Da gibt es natürlich auch eine andere Option, wie ich das direkt im XAML mache, so ähnlich wie man im Main Window auch hier deklarativ das ViewModel angeben kann, kann ich auch hier sagen, okay, anstatt von dem mache ich folgendes, dass ich hier reingehe und sage, der Data Context ist ein Binding deiner relativen Adresse sozusagen und die Relative Source, nein, die Relative Source ist gleich Self. Das bin ich selbst. Funktioniert auch. Na gut, in diesem Sinn, wir haben gesehen Dependency Properties, wir haben gesehen, wie man User Controls mit Binding-Funktionalitäten ausstattet und diese dann mehrfach verwendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat,
Lasst ein Abo da.